Und damit ein herzliches Willkommen zur Doku über die Nord-Süd-Stadtbahn. Wir befassen uns heute mit dem Ausbau über die Bonner Straße, der Erweiterung nach Rondorf mit den verschiedenen Varianten und mit sonstigen Infos. Viel Spaß! Als erstes mal einige Grundinfos. Es geht um den Ausbau der Stadtbahnlinie 5. Momentan fährt die 5 bis zum Heumarkt, später soll sie über die Bonner Straße über Rondorf nach Meschenich führen. Aktuell läuft die Bauphase auf der Bonner Straße. Es sieht so aus, dass später auch die Linie 16 durch den Tunnel fährt. Das würde bedeuten, dass die Haltestellen Ubiring, Barbarossaplatz und Neumarkt nicht mehr angefahren werden. Dann geht es über Bonnerwall, Severinsstraße und Heumarkt. Am Breslauer Platz würde sie dann wieder zur alten Linienführung zurückkehren. Dies ist aber noch nicht ganz sicher. Mit der dritten Baustufe sollen 26.000 Bürger an das Stadtbahnnetz angeschlossen werden. Das ist der Teil über die Bonner Straße. Fangen wir mit der dritten Baustufe an. Hier sehen wir die neue Linienführung nach Beendigung der dritten Baustufe. Die 5 fährt dann über die Haltestellen Severinsstraße, Kartäuserhof, Klotwigplatz, Bonnerwall, Marktstraße, Cäsarstraße, Bonner Straße-Gürtel, Ahrweiler Straße bis zur Arnoldshöhe. Die Linie 17 wird es dann vorerst nicht mehr geben. Machen wir weiter mit der vierten Baustufe. Diese beinhaltet die Erweiterung nach Rondorf. Es gibt verschiedene Varianten. Variante 1.1. Dies ist die Querung des Verteilerkreises mit einer Brücke. Dazu kommen wir später nochmal. 1.2 ist die Querung mit einer Unterfahrung. Diese Variante wurde ausgeschlossen, weil es dort zu einer Gefährdung des Trinkwassers kommen kann. Bei 1.3 ist es derselbe Grund. Eine Hochbahn würde es auch gefährden. 1.4 wäre die Fahrt durch den Grüngürtel, also über die Straße im Wasserwerkswäldchen. Das ist aber auch nicht möglich, weil in diesem Bereich nicht gebaut werden darf. 2.0 ist die Umfahrung über den Robinienweg. Die Fahrt würde sich dann aber um mehrere Minuten verlängern. Und als letztes die Variante 3. Das wäre die komplette Umfahrung der Wasserschutzzone. Diese Variante wurde ausgeschlossen, weil sich dort die Fahrt mit der Bahn im Gegensatz zum Auto nicht verschnellern würde. Das ist die Variante ganz links im Bild. In Rondorf angekommen soll die Bahn durch Rondorf fahren und an der jetzigen Stelle der Bödinger Straße kreuzen. Das ist die rechte Variante in Rondorf. Zurzeit stehen die 1.1 und die 2 als beste und lukrativste da. Nun werden die Bilder vom Verteilerkreis gezeigt. Für 1.1 muss die Aral-Tankstelle am Verteilerkreis abgerissen werden. So könnte die Variante 1.1 aussehen. Sie würde den Individualverkehr nicht kreuzen. Es würde aber Konflikte mit dem Kunstwerk Standortmitte geben und dadurch wird das Stadtbild verändert. Bei der Umfahrung des Verteilerkreises also 2 würde es die Erhaltung der Buslinie 132 geben. Dafür gäbe es keine Konflikte und das Stadtbild wird nicht verändert. Die Buslinie 132 müsste aber dann über die Friedrich-Ebert-Straße fahren und nach Rondorf. Die Busse, die dort eingesetzt werden müssten, könnten genauso gut woanders fahren. Hier sieht man ein Bild von der Brücke am Rand von Rondorf, wo vielleicht irgendwann mal eine Stadtbahn fährt. Hier sieht man nochmal den neuen Netzplan der Linie 16 und 5. Das mit der Linie 15 ist nur eine Idee. Wenn ihr weiteren Infos zu Projekten oder ausführlichere Infos zur Nord-Süd-Stadtbahn haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Noch ein kleiner Hinweis: die KVB kauft gerade neue Langzüge für die Linie 1. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Für weitere Videos und Dokus lasst gerne ein Like und ein Abo da.